Alle Radfahrer einfach mal geradeaus weiterfahren, die Mercedesstraße abbiegen. Da ist eine ganze Spur abgesperrt, eine 3 Meter breite Pop-Up-Bike-Lane. Ihr kommt zurück auf den Neckarradweg, wenn ihr wollt. Wir haben heute eine Protected Bike Lane abgesperrt. Das ist ein provisorischer Radweg, der gerade jetzt bei der Corona helfen soll, möglichst schnell auch Radwege zu schaffen, um andere Wege, die jetzt überlastet sind, zu entlasten. Wie sieht sowas aus? Das ist relativ einfach. Man kann an einer breiten Straße mit mehr als 2 Spuren einfach immer den rechten Streifen wegnehmen und mit Pollern, wie bei einer Baustelle auch, absperren. Und da fährt dann der Fahrradverkehr drauf. Hat das einen bestimmten Grund, dass das hier an der Mercedesstraße ist? Wir haben lange überlegt, welche Straße sich anbietet, um mal anzufangen, um es auszuprobieren. Grundsätzlich kann man das in jeder größeren Straße machen und wir wollen es auch an jeder größeren Straße. Dass es die Mercedesstraße ist, hat einfach den Grund, dass es hier einfach ist, sehr übersichtlich und wir noch nie was in Cannstatt gemacht haben. Wie war es von der Genehmigung her? Genehmigung war sehr, sehr einfach. Großes Lob auch an die Stadtverwaltung. Wir haben eine E-Mail geschrieben, sehr kurzfristig auch, weil wir gesagt haben, wir wollen das jetzt. Das ist gerade jetzt das Thema und das ist jetzt wichtig. Und wir haben kurze Zeit danach mit der Stadtverwaltung telefoniert, hatten ein sehr angenehmes Gespräch mit dem Amt für öffentliche Ordnung, die das völlig unkompliziert geprüft haben. Klingt ja sehr gut. Was habt ihr als nächstes vor? Jetzt warten wir erstmal die Reaktion ab. Wir spielen das Thema seit einem Jahr, aber ganz konkret haben wir es jetzt seit 2 Monaten wieder. Wir haben den Bundesverkehrsminister geschrieben mit ganz vielen Initiativen aus der Region Stuttgart, aber auch aus dem ganzen Bundesgebiet. Und das warten wir jetzt nächste Woche ab, wie da die Reaktion ist. Ansonsten machen wir weiter. Also so eine Aktion gibt es auch in Berlin oder eine feste Einrichtung. Wo gibt es sowas sonst noch? In Berlin ist es keine Aktion. In Berlin macht das die Senatsverwaltung selber. Also ohne großen Druck, sie machen das einfach, weil sie es können. Ansonsten gab es das jetzt diese Woche in Frankfurt und auch in Freiburg heute den ganzen Tag und jetzt in Stuttgart. Okay, vielen Dank.